Und hier sind wir wieder zu den News. Und zwar in Circuit Break kommen neue FA-Monster raus. Whipcrosser, Turbocharger und Offroad Grand Prix Pitstop. Und ja, was können die alle? Der Whipcrosser, Level 4 Windmaschine, Effektmonster mit 0 Angriff, 1000 Verteidigung. Er bekommt 300 Angriff für jede Stufe, die er hat. Euer Level. Der Gegner muss 300 Lebenspunkte zahlen, um einen Effekt von Monster, wessen originales Level oder Rang kleiner ist als diese Karte's Level. Auch gut eigentlich. Jedes Mal, wenn eine Effekt, Zauber oder Fangkarte aktiviert wird, dann bekommt diese Karte ein Level mehr. Wenn sie Level 7 oder höher ist, kann der Gegner keine Karten von der Hand auf den Friedhof legen, um Karteneffekte zu aktivieren. Das ist eigentlich auch sehr gut, das könnte blaue Decks ziemlich gut betreffen. Welche noch, weiß ich jetzt gar nicht. Gut, dann FA Turbocharger, Level 6, es ist ein Level 6 Monster. 0 Angriff, 1000 Verteidigung, er bekommt auch wieder 300 für jedes Level, das er hat. Also hat er schon mal 1800 gleich am Anfang. Und gegnerische Monster mit einem Level oder Rang weniger als diese Karte können keine Monster als Ziel für einen Angriff auswählen, außer dieses. Nicht schlecht. Der Gegner kann keine Monster als Ziel wählen, außer dieses. Mit dem Effekt. Achso. Der Gegner kann keine Monstereffekte aktivieren, also keine Monstereffekte aktivieren, welche andere Monsterkarten von mir als Ziel wählen, außer diesem hier, welche das Level und Rang kleiner sind als diese Karte. Auch eigentlich ziemlich gut. Ich meine, Zodiac ist leider schon weg, deswegen wäre es eine gute Alternative dafür, der könnte nichts machen mehr. Für jede FA-Zauber- oder Fangkarte bekommt, also aktiviert wird, kommt auch wieder ein Level dazu, und wenn ein FA-Monster kämpft, während man diese Karte als Level 7 oder höher kontrolliert, kann der Gegner keine Effekte aktivieren bis zu Ende der Damage Step. Das ist auch sehr gut. Es ist so wie ein antiker Antriebsgefährt, sag ich mal, Turbocharger. Okay. FA Offroad Grand Prix, die Zauberkarte, eine Feldzauberkarte. Wow, eine Feldzauberkarte? Haben die nicht eh schon eine zweite Feldzauberkarte? Okay. Alle FA-Monster bekommen 200 während der Main-Phase. Man kann den nächsten Effekt dann nur einmal pro Runde aktivieren. Wenn ein FA-Monster, was man kontrolliert, durch den Kampf zerstört wird, man kann eine zufällige Karte von der gegnerischen Hand abwerfen. Das ist nicht schlecht. Wenn diese offene Karte das Feld zerstört von einem Karteneffekt wird, dann kann man eine FA-Karte vom Deck oder was also an einem vom Deck der Hand hinzufügen, außer Offroad Grand Prix. Dann gibt es noch einfach Pitstop, eine Schnellzauberkarte. Wähle ein FA-Monster, was man kontrolliert, reduziere das Level um 2, und wenn man das tut, zieht man zwei Karten mal der Anzahl der, also dann zieht man Karten mal der Anzahl der Nummer der FA-Pitstops im Friedhof plus 1. Das ist auch nicht schlecht, sehr gute Draw Engine eigentlich. Und während der Main-Phase, außer in der Runde, wo diese Karte zum Friedhof gelegt wurde, man kann diese Karte vom Friedhof bannen und dann ein FA-Monster im Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Und man kann das nur einmal pro Runde aktivieren. Auch nicht schlecht. FA-Monster bekommen jetzt mehr Support. Sie sind gar nicht so schlecht. Sie schauen am Anfang sehr nicht powerful, nicht sehr stark aus. Aber ich glaube, die können ganz schön reinfetzen. Gut, das war von den neuen FR-Karten, und dann bis zum nächsten Mal bei den anderen News, die hier auftauchen sollten.